Heute zu Gast Herr Rechtsanwalt Manfred Mattes. Herr Mattes, stellen Sie sich bitte kurz vor. Mein Name ist Manfred Mattes, ich bin Sprecher des AfD-Kreisverbandes Kassel-Stadt, Mitglied im Hessischen Landesvorstand und hessisches Mitglied im Bundeskonvent. Vorher war ich Mitglied in der CDU. Eigentlich war ich schon 1997 Mitglied in der AfD, nur dass sie damals noch nicht gab. Ich habe 1997 eine Bürgerinitiative gegen die Einführung des Euro gegründet. Wir müssen endlich was machen. Herr Mattes, Sie sind in vielen Parteigremien Mitglied, aber was haben Sie in diesem Zusammenhang für die Bürger getan? Sie sagten, dass Sie 1997 eine Bürgerinitiative gegen die Einführung des Euro gegründet hatten. Können Sie uns hierzu etwas erzählen? Wir müssen handeln. Als Mitglied im Hessischen Landesvorstand mache ich sehr wohl viel für die Bürger. Was genau? Ich bin auf vielen Veranstaltungen der AfD als Redner. Sie sind also eher der Redner und weniger der Macher außerhalb der Partei. Wichtig ist doch, da ich in den Gremien der Partei viel mache. Was denn zum Beispiel? Ich war auch auf dem Stand der AfD bei der Herbstausstellung. Ich weiß, um sich fotografieren zu lassen, den Standdienst haben dann andere für Sie gemacht. Ich war jedenfalls vor Ort. Und das, obwohl Sie zurzeit Direktkandidat der AfD der Stadt Kassel sind im Wahlkreis 168. Sie sagten, dass Sie 1997 eine Bürgerinitiative gegen die Einführung gegründet haben, wir haben hierzu jedoch nichts gefunden, was ist mit dieser Bürgerinitiative? Das weiß ich auch nicht. Ach so. Sie waren also auch Mitglied in der CDU und nach unseren Recherchen dort auch im Wirtschaftsrat. Was ist mit Ihrer Tätigkeit bzw. Mitgliedschaft im Wirtschaftsrat? An meine Mitgliedschaft im Wirtschaftsrat der CDU? Das hatte ich ganz vergessen. Sie haben auch vergessen zu erwähnen, dass Sie 2013 nicht nur Direktkandidat, sondern auch Spitzenkandidat bei den Freien Wählern waren. Was ist mit Ihren Aktivitäten beim Bund Freier Bürger und bei den REP? An eine Mitgliedschaft bei den REP kann ich mich nicht erinnern, das kann Ihnen mein langjähriger Kumpel und Wegbegleiter Herr Peter Münch sagen, er wird mir bestätigen, da ich nie bei den REP Mitglied oder aktiv war. Und der muss es schließlich wissen. Warum haben Sie die Freien Wähler, nennen wir es mal, verraten? Schließlich hatten sich die Freien Wähler auf Sie verlassen. Immerhin haben Sie die Freien Wähler mit Ihrer Aufstellung als Direktkandidat AfD überrascht. Statt Unterstützungsunterschriften zu sammeln, haben Sie lieber Urlaub gemacht, so dass Sie nicht genügend Unterschriften zusammenbekommen haben und somit schließlich nicht als Direktkandidat für die AfD kandidieren konnten. Das liegt doch wohl auf der Hand, bei AfD hatte ich mehr Chancen, in den Bundestag zu kommen. Als Direktkandidat bin ich nur gescheitert, weil keiner in der AfD für mich genügend Unterschriften gesammelt hat, und das ist eindeutig nicht meine Schuld. Warum haben Sie bei der Kommunalwahl nicht an vorderer Stelle kandidiert? So hätten Sie beweisen können, dass Sie etwas für die Bürger verbessern wollen. Ich hatte leider nicht genügend Stimmen zusammenbekommen. Ach nee, und jetzt bei der Wahl als Direktkandidat der AfD für die Wahl zum Bundestag bekommen Sie plötzlich genügend Stimmen zusammen, um als Direktkandidat zu kandidieren. Uns liegen Informationen vor, woraus hervorgeht, dass Sie nur deshalb nicht in die Kommunalpolitik wollten, weil Sie dort zu wenig Geld bekommen. Als Mitglied des Bundestages erhalten Sie jedoch wesentlich mehr Geld. Das stimmt, im Bundestag gibt es mehr Geld. Bei der Bekanntmachung zur Kommunalwahl 2016 haben Sie als Anschrift die Adresse der Kanzlei angeben. Wohnen und leben Sie also wirklich in der Kanzlei bzw. haben Sie zur Kommunalwahl 2016 wirklich im Wahlkreis gewohnt? Natürlich habe ich im Wahlkreis gewohnt. Wir werden das überprüfen und gegebenenfalls die notwendigen Schritte einleiten. Laut Ihrer Kandidatenvorstellung sind Sie bis Dezember 2010 Mitglied der CDU gewesen, stimmt das? Natürlich stimmt das, ich lüge doch meine Parteikollegen nicht an. Wie erklären Sie dann, dass Sie im September 2011 vom Wirtschaftsrat der CDU e.V. für Ihre Mitgliedschaft geehrt wurden? In dem Wirtschaftsrat sind nur Mitglieder der CDU. Das kann nicht sein.
Herr Mattis, besten Dank für das informative Gespräch. Wir werden noch weiter recherchieren. Danke, gern geschehen, Frau Müller.